Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir bekommen immer wieder Resonanzen und ich habe heute wieder eine mitgebracht. Da schreibt uns jemand: Hallo liebes Gebetsteam, habe die Broschüre Alltagsveränderer gelesen. Das zu schaffen wünsche ich mir. Segen und Gnade für meine Arbeit und Dankbarkeit für den Job. Hilfe und Unterstützung beim Umsetzen der Broschüre. Und da beten wir doch gleich dafür. Jesus, ich danke dir, dass du diese lieben Menschen kennst, der uns das geschrieben hat und dessen Herzenswunsch es ist, das umzusetzen, was er da gelesen hat. Und ich danke dir, dass du einfach da Gnade dazu schenkst, dass du Freude dazu schenkst und Frieden und ja, einfach, dass du mittendrin bist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Gott hört. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Gott hört. Wir lesen 1. Johannes 5, 14 und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Das klingt ja wieder wie ein Rezept. Jedes Wort, das wir beten, hört Gott. Sogar heißt es in der Bibel, er hört sogar unser Seufzen. Und wir wissen, wenn wir seufzen, da steckt meistens eine ganze Geschichte dahinter, ohne dass wir ein Wort sagen. Und er hat die Lösung für dich bereit, egal wie schwer es ist, egal ob es einfach oder schwierig ist. Er hat die Lösung für dich bereit. Sei in Erwartung, es zu empfangen und sei dir sicher, Gott hört dich. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du uns hörst. Und wir freuen uns so, wenn du Gebete erhörst, besonders wenn es so ist, wie wir es uns vorstellen, aber dass du auch Gebete erhörst und machst was ganz anderes draus, weil das Bessere ist für uns. Lass es uns erkennen, Herr. Ich danke dir. Amen. Amen. Per E-Mail kam folgendes Gebetsanliegen für einen Nachbarn. Liebe Beter, mein Nachbar ist an Darmkrebs erkrankt. Bitte beten Sie für ihn. Er hätte Ende August in den wohlverdienten Ruhestand gehen können und muss jetzt aber viel Zeit im Krankenhaus und bei Ärzten verbringen. Herzlichen Dank. Und Jesus, wir danken dir, dass du auch diese Person kennst, die da Darmkrebs hat. Und ich danke dir, dass auch jeder Krebs dir untertan ist, dass du jeden Krebs besiegt hast. Und ich danke dir, dass du Heilung schenkst dieser Person. Und ich danke dir, dass dieser Darm wieder völlig in Ordnung ist, dass er wieder normal funktioniert und dass jede Krebszelle eintrocknet im Namen Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch all die anderen Menschen berührst, die mit dem Darm zu tun haben oder die Krebs haben. Und ich danke dir, dass deine Heilungskraft fließt und dass du derjenige bist, der eingreift und der alles beseitigen kann und dass jede Krebszelle austrocknet. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns Folgendes. Ich habe immer wieder Phasen, wo mir selbst wenig zu viel wird und mich absolut überfordert und stresst. Termine, Erledigungen, sogar Treffen mit lieben Menschen und das Sorgen für mich selbst. Ich bete zu Gott, dass er mir die Fähigkeit schenkt, auf eine gute Weise damit umzugehen, mich abzugrenzen, Prioritäten zu setzen, neue Kraft und Weisheit für den Umgang mit diesen Situationen und was er noch Gutes für mich im Sinn hat. Er kennt mich und hat die Lösung. Daran halte ich fest. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie einfach überfordert sind mit manchen Situationen oder im Alltag, was so auf sie einstürmt. Und da wollen wir gerade beten. Danke, Jesus, dass du all diese Menschen kennst und auch gerade diese Frau. Und ich danke dir, dass du Weisheit gibst, Weisheit mit umzugehen, Prioritäten zu setzen, dass du Gelassenheit schenkst, mit Situationen umzugehen und sich auch nicht zu sorgen über Dinge, die man nicht ändern kann, sondern Gelassenheit und dass sie wirklich in deine Hände legen, weil du mit ihnen fertig wirst. Und ich danke dir, Jesus, dass du Frieden schenkst, Frieden für verschiedene Situationen, dass du einfach hineinkommst und deinen Frieden in ihre Herz
schenkst und in ihre Herzen ausgehst. Danke, Jesus. Danke für neue Kraft, für eine neue Sicht und für positive Gedanken. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, auch über dieser Frau. Danke. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns für ihren Mann. Bitte betet für die Genesung meines Mannes. Er hat momentan Borreliose und rote Flecken, die sich am ganzen Körper ausbreiten. Wir bitten um ihr unterstützendes Gebet, dass er wieder ganz hergestellt wird, ohne Spätfolgen. Vielen Dank. Danke, Herr Jesus, dass du diesen Mann kennst und danke. Danke, Herr, dass wir auch, Herr, deine Hilfe, deine Heilung ausrufen dürfen. Danke, Herr, dass das, was du für uns getan hast, auch wirklich für diese Sache da ist. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, danke, dass wir Reinigung den ganzen Körper, Herr, hineinrufen dürfen, dass alles verschwindet, Herr, was da nicht reingehört. Ich danke dir dafür, Herr, dass du wunderbar das Wunder tust und dass er frei wird von dieser Krankheit. Herr, wir bitten es in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Und per WhatsApp schreibt uns jemand: Liebe Geschwister, bei mir wurde eine Darmentzündung festgestellt und ich bekomme jetzt Cortison. Bitte betet für mich. Gott möge mir eine vollkommene Heilung schenken. So auch für den Tinnitus und für die chronische Bronchitis. Vielen Dank. Ja, Herr, danke. Herr, für Tinnitus, Bronchitis, auch für den Darm. Danke, Herr. Herr, wir rufen deinen göttlichen Frieden in den ganzen Körper hinein, Herr. Deine göttliche Kraft, Herr, die durch Jesus am Kreuz so richtig für uns greifbar wurde. Und Herr, wir rufen den Normalzustand aus, den normalen Schöpfungszustand über diesem Körper. Und danke, Herr, dass wir dich bitten dürfen um Heilung für all diese Dinge. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Menschen erleben Gottes Hilfe uns, so schreibt uns jemand oder einige Menschen von Gebetserhörungen, als wir hier bei Hoffnung um 12 gebetet haben. Liebe Geschwister im Herrn, ich lobe und preise unseren Herrn für die Gebetserhörung. Ich habe eine neue Arbeitsstelle bekommen und ab 15. Oktober darf ich dort anfangen. Gott ist treu. Ja, und das stimmt. Und eine Frau schreibt: Danke für alle Gebete. Die Blutungen von meinem Mann haben aufgehört. Und eine Frau schrieb uns letzte Woche: Vielen Dank für Ihre Gebete. Mein Sohn ist heute Morgen fast ohne Kopfschmerzen aufgestanden. Die letzten 2 Wochen ging es ohne Tabletten nicht. Und das Schönste: Meine Freundin hat gerade angerufen. Ihr Tumor ist nicht gewachsen und hat auch nicht gestreut. Danke, Jesus, und für eure Gebete. Freue mich auf Samstag, auf die Gebetsnacht. Ja, und die Gebetsnacht war schon und da hatten wir auch wunderbare Zeugnisse und Erlebnisse. Ja, so wunderbar, wie Gott Gebet erhört. Und wenn wir Nachrichten von Ärzten oder sonst jemand bekommen, dass etwas zum Stillstand gekommen ist oder wesentlich besser oder sogar ganz geheilt wurde, das freut uns so sehr. Lass uns auch wissen, wenn bei dir Gott etwas wunderbar Großes getan hat. Lass es uns einfach wissen. Und den Tipp des Tages heute, wir hatten das Thema Gott hört. Analysiere mal dein Gebetsleben oder dein Gebet, möchte ich besser sagen. Hör dir mal selber zu, ist da Unglaube drin? Sind da Vorwürfe drin? Oder schon fertige Vorschläge, Herr, ich weiß, wie du es machen solltest. Analysier das mal und entscheide dich wirklich nicht, Gott irgendwas vorzuwerfen oder Gott zu was zwingen oder Unglauben, Herr, ich glaube nicht, dass du das tun kannst, aber ich sag's dir trotzdem oder irgendwie so und Herr, tu das und wenn du das tust, weiß ich, das ist und so weiter. Was machen wir da alles für Vorschläge unserem Gott? Analysier es mal und tu mal wirklich Gott wirklich dein Herz ausschütten, was ehrlich ist und glaube, dass Gott dein Gebet hört und auch erhört.
Wenn du nicht mehr weiter weißt oder wenn du Hilfe brauchst, dann darfst du uns gerne dein Anliegen schicken, bis heute auch, bis 13 Uhr am Telefon. Ja, wie Isolde ganz am Anfang vorgelesen hat, den Alltagsveränderer, das ist ein Leitfaden, den du gerne bei uns kostenlos bestellen kannst. Schau dir das an. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Ich möchte dich auch ganz herzlich einladen. Wir haben nächsten Sonntag Abendmahl. Wenn du nicht dabei sein kannst hier in der Christuskathedrale, dann schau doch auf YouTube oder unser Livestream. Wir wünschen dir ein gesegnetes Wochenende und verabschieden uns. Alles Gute und der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.